Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel vom Dialog- und Transferzentrum. Ich möchte Ihnen heute noch mal etwas vorstellen zur Organisationskultur in Einrichtungen unter dem Titel Es gibt keine richtigen Mitarbeiter und es gibt keine richtigen Leitungen. Doyle und Rubinstein haben 2013 schon mal recht überzeugend dargelegt, wie Elemente funktionaler und personenzentrierter Pflegekultur nebeneinander existieren, wobei im Zweifelsfall die funktionale dominiert. Sie beschreiben Fälle, wo auf sehr freundliche Weise einem Schmerzpatient darauf hingewiesen wird, dass er doch eigentlich gar keine Schmerzen haben könnte. Die Autoren sprechen dabei von einer negativen Masterstatus, den Menschen mit Demenz haben, und die ist eben erlaubt. Ja, auf der einen Seite zu glauben, personenzentriert zu handeln, aber auf der anderen Seite zu handeln auf eine Art und Weise, was mit diesen Überzeugungen gar nichts zu tun hat. Und sie glauben, dass dieser negative Masterstatus, den Menschen mit Demenz haben, das bedeutet zu viel, ja, es gibt Differenzen aufgrund der kognitiven Dysfunktionen, die es erlauben, diese Menschen anders zu behandeln als andere. Ja, und wenn so eine Matrix da ist, dann gibt es eine besonders starke Differenz zwischen dem, was man glaubt, dass man tut, und zwischen dem, was man tatsächlich tut. Ja, wie kann man das letztlich erklären? Warum ist das gerade so? Und darauf Bezug nehmen jetzt ein paar Leute, die 2016 mal etwas veröffentlicht haben. Das ist ja schon eine etwas ältere Studie, aber ich finde das ganz spannend. Und die sagen, naja, also oft ist es so, wenn man nicht weiß, warum etwas in der Pflege nicht funktioniert, dann bemüht man die Pflegekultur. Ist ja immer die Frage, was man darunter versteht. Ja, also was ist das denn? Und am Boden solcher Pflegekulturen, so nimmt man an, mit einem Autoren namens Schein, an dem Boden solcher Pflegekulturen liegen bestimmte gemeinsam geteilte Annahmen und Vermutungen, die in der Lösung konkreter Probleme Anwendung finden, dort auch zu funktionieren scheinen und an neue Gruppenmitglieder quasi automatisiert weitergegeben werden. Und diese Überzeugungen oder Annahmen und Vermutungen, die sind oft gar nicht so wirklich klar. Das sind so unbefragte, unreflektierte Gewissheiten, an denen auch oft Veränderungsversuche scheitern. Ja, die Studie, die jetzt ich Ihnen gerne vorstellen möchte, die ist in England gelaufen. Die hat 11 Einrichtungen einbezogen. Die sind sozusagen 11 Fallstudien, die man dann miteinander verglichen hat. Und worum es darum geht, so bestimmte Elemente einer personenzentrierten Pflegekultur zu identifizieren und zu schauen, ja, ob sie eine positive Pflegeerfahrung für die Bewohner mit beinhaltet. Also 7 Elemente, die, wenn sie stark ausgeprägt sind, in der Regel auch mit einer positiven Pflegeerfahrung seitens der Bewohner, also der Nutzer, einhergehen. Das sind also 7 Elemente, und ich will jetzt nicht alle vorstellen, aber ein paar typische. Der wichtigste ist das erste, nämlich jede Einrichtung hat ja so Werte und Normen und Regeln, aber die Frage ist, ob diese bekundeten Werte auch in den alltäglichen Entscheidungen und Praktiken so ja, Verwendung finden. Also ob man tatsächlich auch das tut, was man sagt, oder wie eng das, was man sagt, mit dem Tun zusammenhängt. Also wo das Tun quasi illustriert, was es bedeutet, was man gesagt hat. Und die Vorstellung ist, je mehr das so zusammenhängt in der Art und Weise, wie Mitarbeiter miteinander reden, wie sie über die Bewohner reden, wie man einander hilft, wie man einander unterstützt,
Ja, je mehr das zusammenhängt, desto eher kann man auch personenzentrierte Pflege sehen. Also ist Pflege mit einer positiven Erfahrung verbunden. Und umgekehrt, je weniger dies der Fall ist, je eher also so Ideen eine Rolle spielen, wir müssen aber zu einer bestimmten Zeit fertig sein oder alle Bewohner müssen spätestens bis 10 aus dem Bett oder andere Ideen dieser Art, je mehr man also solche funktionalen Ideen hat, desto weniger ist dies der Fall. Das ist also spannend. Ähnlich ist das bei anderen Themen, wie zum Beispiel Management, ja, dass Mitarbeiter vor dem Druck schützt, der von Behörden oder Angehörigen ausgeht. Je besser Leitende das schaffen, desto eher haben Bewohner eine positive Pflegeerfahrung. Oder die Mitarbeiter befähigen, Verantwortung für das Wohlbefinden der Klienten zu übernehmen. Auch dort ist es so, je schneller und besser es Leitenden gelingt, Pflegende vor Ort zu unterstützen in der Bearbeitung konkreter Herausforderungen, desto autonomer und selbstständiger können die Mitarbeiter arbeiten. Das heißt, eine gewisse Qualität der Unterstützung führt auch zu einer höheren Autonomie. Und die wiederum geht damit einher, dass Klienten positivere Pflegeerfahrungen machen. Ja, ein weiteres Element, das ich sehr wichtig finde, Gemeinschaft sind für alle. Also je mehr ein Team, auch teilweise mit Angehörigen, sowas wie ein Gemeinschaftssinn entwickelt, das nennt man oft Communio-Konzept, eine familienähnliche, freundschaftsähnliche Form der Beziehung, desto eher machen Bewohner eine positive Pflegeerfahrung. Je weniger das gelingt, desto weniger machen sie eine positive Pflegeerfahrung. Und ein letztes Element von diesen sieben, das finde ich auch sehr wichtig, es ist entscheidend, dass Pflegende Aktivierungen und Aktivitäten auch jenseits der Pflege, also das, was wir in Deutschland Betreuung nennen, als Teil ihrer Aufgabe begreifen. Je mehr also Betreuung in die Pflege integriert ist, desto eher machen Bewohner eine positive Pflegeerfahrung. Je mehr man das trennt, wie man das ja leider in Deutschland tun muss, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass Bewohner eine negative Pflegeerfahrung machen. Zur Diskussion. Die beschriebenen Elemente, die bedingen einander, die entwickeln eine komplexe Dynamik. Ja, in der Form, dass es so eine Art lokalen Umgang gibt, wie man mit konkreten Anliegen und Herausforderungen umgeht. Die gefundenen Lösungen zu Herausforderungen, die stellen quasi Verdinglichungen dieser Annahmen und Überzeugungen dar und ergeben damit insgesamt die Kultur. Ja, also zum Beispiel, es ist selbstverständlich, dass der Leitende innerhalb von 5 Minuten nach einem Anruf wegen einer Problemlage vor Ort erscheint. Es ist selbstverständlich, sich bei Personalausfällen so gut wie möglich selbst zu organisieren. Es ist selbstverständlich und man scheut sich nicht, individuellen Wünschen so weit wie möglich zu entsprechen, auch dann, wenn es nicht passt oder sogar stört. Ja? Und wenn man das beständig macht, also es eine hohe Deckung gibt zwischen den Werten und den Praktiken, dann sind die Mitarbeiter quasi in diese Kultur eingebettet. Die wird in den Praktiken immer wieder neu erzeugt und damit stabilisiert. Es ist etwas, das quasi so in Fleisch und Blut übergeht. In diesen Praktiken lebt man diese Überzeugungen. Und das gilt aber auch im negativen Fall. Also wenn so personenzentriert geredet wird, aber man hat wenig Unterstützung, dann führt es auch zum Gegenteil, nämlich dass man die personenzentrierten Bekundungen gar nicht mehr glaubt. Es bedarf also schon der Notwendigkeit, dass Organisationen auf die emotionalen Belastungen reagiert. Wenn das nicht der Fall ist, dann suchen sich die Mitarbeiter andere stabilisierende Möglichkeiten. Medikamente werden dann kommentarlos gereicht, Speisen werden ohne Kontakt verteilt, Rufe nach Hilfe ignoriert. Also das ist so das klassische Cool-out, wie die Karin Kersting das schon vor vielen Jahren beschrieben hat. Es geht also, und das ist jetzt wichtig, nicht darum, die richtigen Mitarbeiter, den richtigen Leiter zu finden, nicht sozusagen sich sie zu backen, sondern es ist wichtig, einen engen Zusammenhang zu leben zwischen den Werten und Überzeugungen, die man hat, und den konkreten Lösungen. Und je höher die Kohärenz, also die Werte und die Praktiken, je mehr die zusammenhängen, und das ist auch erkennbar,
Und je länger und kontinuierlicher man das tut, also je konsistenter man das macht, desto eher entwickelt sich eine je eigene, personenzentrierte Kultur vor Ort. In der Schlussfolgerung bedeutet dies, es gibt nicht eine richtige personenzentrierte Kultur, die man so abstrakt formulieren und dann implementieren kann, genauso wenig wie es die richtigen Mitarbeiter oder den richtigen Leiter gibt. Grundlegend ist dieser enge Zusammenhang, der über einen längeren Zeitraum beibehalten werden muss. Ja, und die unmittelbare Nähe der Leitenden zu den konkreten Problemen und Herausforderungen, das gilt als Schlüsselprozess. Beide, Leitende und Pflegende, stricken somit gemeinsam an dieser Kultur und erzeugen damit diese personenzentrierte Kultur, entwickeln sich also beide in diese Richtung. Ja, ich finde das ganz interessant, diese Studie. Lesen Sie sie nochmal nach. Wie immer, auf unserem Blog können Sie das nachschauen. Und ich hoffe, dass Sie da nochmal so ein bisschen dranbleiben. Also ich finde solche Überlegungen sehr wichtig. Wie kann man eigentlich Organisationen in Richtung personenzentrierte Kultur weiterentwickeln? Ähnliche Überlegungen finden Sie teilweise in unseren Newslettern, aber auch in anderen Veröffentlichungen, die wir gemacht haben, wo es oft um dieses Thema geht, wie kann man personenzentrierte Kultur implementieren, entwickeln, wie kann man Lernprozesse in den Stil stoßen. Ja, das sind ja Themen, mit denen wir uns seit 3 Jahren beschäftigen. Auch dass die ganze Frage der Teamdynamik und der Teamentwicklung spielt hier stark hinein. Und wenn Sie mal ein bisschen auf unserem Blog suchen, werden Sie viele Beiträge dieser Art finden. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Alles Gute Ihnen. Bis dann.